Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und heute soll es um den Emperor's Throne Room gehen, der im Jahr 2021 herausgekommen ist und über den ich mich zuerst gefreut und dann über verschiedene Berichte doch etwas ernüchtert war. Warum das so ist, das erzähle ich euch jetzt. Ja, so ein Set hatten wir natürlich noch nicht. Dieses Set habe ich zum ersten Mal auf Instagram gesehen und habe damals gedacht, oh, das ist ein Custom-Made. Habe mich dann damit aber länger beschäftigt und habe dann festgestellt, dass die Firma Haslab das für $32,99 herausgeben möchte im Rahmen der San Diego Comic-Con. Da habe ich mich erstmal gefreut, habe mich natürlich dann damit beschäftigt und habe dann festgestellt, ja, okay, ist halt nur das Fenster mit einem Hintergrund, einem Thron und wie gesagt dem Imperator. Den Imperator fand ich natürlich insofern interessant, weil ich ja ein Figurensammler bin. Von daher habe ich mir gesagt, musste das Set haben. Habe mich aber wie gesagt dann damit beschäftigt und habe dann festgestellt, naja, ich sag mal, so ganz so doll ist es nicht. Also das Ganze als Playset zu verwalten oder herauszugeben, das fand ich dann auch etwas übertrieben, weil wie gesagt, so richtig viele Spielmöglichkeiten haben wir hier einfach nicht. Was mir an dem Set gefällt und missfällt, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Dafür werde ich euch einmal kurz die Box vorstellen und dafür gibt es natürlich dann auch wieder ein paar Detailaufnahmen. Bis gleich. Ja, kommen wir erst zur Box selbst. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir einige Sachen nicht so gut gefallen. Wenn man sich die Box mal anschaut, dann sieht man, ja, im Vintage Collection Design haben wir hier das Logo. Wir haben das Logo der Firma Hasbro, der Firma Kenner. Wir haben hier noch so einen Aufkleber, der für den europäischen Markt unterwegs ist. Aber wenn man sich mal das Bild anguckt, es tut mir leid, aber es sieht so ein bisschen so aus, als hätte jemand Photoshop nicht richtig einsetzen können. In irgendeiner Form, finde ich, stimmen die Perspektiven nicht. Gerade hier der Darth Vader, der Luke Skywalker, der hier steht, der sieht mir, ich sag mal, komisch ausgeschnitten aus. Das mag man jetzt ein bisschen feinsinnig halten oder für feinsinnig halten, aber letztendlich finde ich, dass das ganze Bild so nicht schön designt ist. Persönlich hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, wenn man diese beiden Figuren entweder real in den Vordergrund gestellt hätte oder sie einfach ganz weggelassen hätte. Gucken wir uns die anderen Seiten an. Auch hier sehen wir einmal dasselbe Bild. Hier nur noch mit dem Logo der Firma Kenner. Und klar, hier darf der Aufkleber für 4 Plus auch nicht fehlen. Auch das ist ein wirklicher Aufkleber, den werde ich nachher auch noch abmachen, weil mir sind diese Aufkleber ein Dorn im Auge. Und wenn wir uns mal die andere Seite angucken, auch hier fetter Aufkleber drauf, auch der fliegt gleich runter. Und hier haben wir noch mal ein Bild, welches eben nur mit dem Imperator ist. Auf der letzten Seite können wir hier noch mal den Imperator sehen, hier mit den Auswechselhänden, die die Blitze abfeuern und auch hier nochmal etwas Aufgeklebtes für den europäischen Markt. Und hier steht noch ein bisschen Text drauf. Rising from the North Pole of the Second Death Star is a 100-story isolation tower reserved for the Emperor. Naja, gut, zeige ich euch nachher noch. Mein Englisch ist sowieso nicht so schön. Dementsprechend zeige ich euch das gleich noch, könnt ihr selber durchlesen. Das soll es zur Box erstmal gewesen sein. Die Oberseite hat nichts Spezielles, die Unterseite im Übrigen auch nicht. Und was auffällt, das sind hier diese Aufkleber, die die Box versiegeln sollen. Diese Aufkleber, das sind letztendlich nur ja, runde Plastikstücke mit Klebe drauf. Und wie man hier vielleicht sieht, die gehen jetzt schon so ein bisschen ab. Ich rate dazu, obwohl ich ja weiß, dass man das immer nur ungern macht, falls ihr so eine Box mal bekommt, dann
könnt ihr die wahrscheinlich ganz einfach aufmachen. Das heißt, also hier muss man nicht mit dem Cutter längs, hier kann man das einfach so ein bisschen abknibbeln. Wie gesagt, das werde ich dann auch gleich noch machen. Und schaut da einfach rein, nicht, dass ich euch irgendwas fehlt. Ja, zum Beispiel der Imperator fehlt oder der Thron fehlt, das Fenster fehlt. Eins von diesen drei Sachen kann ja letztendlich nur fehlen. Ach nee, stimmt nicht ganz. Da der Imperator hier mit normalen Händen dargestellt wird, hier aber mit den Blitzen, wird es diese auswechselbaren Hände auch noch geben. Das heißt, auch die könnten noch fehlen. Ich würde euch empfehlen, einfach einmal reinzuschauen. Kurz mal aufgemacht und dann kann man da einmal reingucken. Okay, die Aufkleber, die pummel ich gleich mal ab und dann werden wir da hineingucken. Achso, kurze Info noch, Darth Vader und Luke Skywalker ist natürlich nicht mit bei. Achso, bevor ich es vergesse, was habe ich überhaupt für die Box bezahlt? Ja, ich habe ja gesagt, auf dem europäischen Markt wird das wohl nicht ganz so billig werden. Ich habe für diese Box jetzt 65 Euro inklusive Versand aus den Niederlanden bezahlt. Ja, wäre eigentlich schon über meinem Limit gewesen, aber ich habe mir gesagt, okay, den Imperator möchte ich haben, weil der Imperator kommt ja auch noch auf Karte heraus, nämlich auf der TVC 200er Karte. Das Problem hierbei ist nur, dass der Imperator in diesem Set ein anderes Gesicht hat als nachher der Imperator auf der Karte und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, deswegen habe ich schweren Herzens auch diese 65 Euro ausgegeben. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt einmal rein und schauen uns das ganze Set von drinnen an. Bis gleich. So, ich habe jetzt alle Aufkleber entfernt und wie man hier sieht, hier war kein Aufkleber drauf. Hier war ein Aufkleber drauf, den habe ich jetzt abgenommen. Jetzt sieht man hier unten das Kenner-Logo wieder. Auch auf der Seite habe ich jetzt die Aufkleber abgenommen. Jetzt sehen wir hier auch das Disney-Logo. Und auch hier ist ein Aufkleber entfernt worden. Und die oben liegenden oder die Versiegelungen, die habe ich jetzt auch weggenommen. Jetzt können wir das Set einmal öffnen. Das ist die Box und hier sehen wir jetzt das, was drin ist. Das heißt also, wir können jetzt das ganze Set einmal aufklappen. So schaut das Ganze aus. Hier sitzt unser Imperator. Der ist noch festgeschnallt und wie man sieht, ist hier auch noch Klebeband drauf, das werde ich auch gleich noch abmachen. Wir haben hier unten eine Schublade. Mal sehen, ob wir die jetzt so verlustfrei herausbekommen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und mal gucken, eine Seite geht. Warum klemmt die hier? Das ist nicht schön. Ach so, wo wir gerade dabei sind. So sieht das Ganze dann von unten aus. Heißt also, wir haben hier nochmal so ein paar rote Farbapplikationen drauf. So, aber darum geht es im Moment gar nicht. Im Moment geht es darum, warum er nicht raus möchte. Ah, verstanden. Ja, das ist natürlich ganz klassisch gelöst. Das ist eine Pappschublade. Und wenn die Seiten links und rechts aufgehen, blockiert das Ganze. Ja, und hier haben wir jetzt die Ersatzteile oder die anderen Teile, zum Beispiel die blitzeversprühenden Finger vom Imperator. Wir haben ein Lightsaber-Hilt und natürlich den Gehstock vom Imperator. Ohne den fällt er ja auch um. Das heißt also, hier sind die anderen Zusatzteile drin. Ja, den Imperator, den muss ich natürlich einmal befreien von seinem Plastikcase, was wir hier haben. Und mal schauen, ob wir das so elegant hinbekommen. Das Wort elegant ist ja immer so eine Sache. Können wir das hochklappen? Nein, wenn wir das hochklappen, dann geht das Ganze kaputt. Ich versuche mal von der Rückseite die Aufkleber abzunehmen. Und dann sieht man nämlich wahrscheinlich auch,
einfach das ist, hoffe ich. Wenn ihr mich gleich fluchen hört, dann ist irgendwas abgerissen, was nicht passieren darf oder sollte. Ja. Ja, wie heißt es immer so schön, wenn es sich anhört, als würde es reißen, dann reißt es auch. So, das kleben wir mal hier hin. Das ist ja nichts, was man nachher für die Ausstellung braucht. Und mit dem anderen werde ich das genauso nochmal austesten. Ja, hier heißt es immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder in diesem Fall des Thronraums. Ja, gucken wir mal nach, kriegen wir das denn nicht anders hin? Ja, vielleicht kriegen wir das auch so hin. Ah, guck mal, ja, jetzt hat der Imperator einmal die 180-Grad-Wende gemacht. Und schon kriegen wir das vielleicht auch so abgezogen. Ganz zum Schluss, wenn man solche Sachen abzieht, immer langsamer werden. Weil das wäre dann sonst auch nicht das erste Mal, dass man beim Abziehen das Ganze abreißt von der Pappe. Nun, das sieht dann natürlich nicht mehr ganz so schön aus. So, du kannst mal weg. Ne, nicht runterfallen. Dich stelle ich erstmal hier hin. Ja, und das ist dann eigentlich die Pappkonstruktion. So, ehrlich Hasbro? Und dafür habe ich jetzt 65 Euro ausgegeben. Also wie gesagt, 32,99 $. Das wäre ja noch gut gewesen. Aber hierfür ist auch relativ breit das Ganze. Ich kann nachher mal ein Gliedermaßstab. Ich bin letztens ausgelacht worden, weil ich Zollstock gesagt habe. Ist ja gar kein Zollstock, ist ein Gliedermaßstab. Da kann ich das Ganze mal ausmessen, aber bevor ich das tue, werde ich einmal schauen, ob ich hier den Imperator von seinem Sitz runterholen kann. Und diese Verbindungsart, die kennen wir schon. Mal gucken, kriege ich dich so runter? Ja, das könnte sogar sein. Ohne, dass man da was abschneiden muss. Ja, und dann hat er hier nochmal seinen Sicherheitsgurt. Schade eigentlich, weil den muss ich, glaube ich, wirklich aufschneiden. Das mache ich gleich. Kommen wir mal zum Fenster. Und das Fenster können wir jetzt einfach so hier rausnehmen. Das ist nicht weiter festgeklebt. So, du weg. Und hier haben wir es nun. Yay! Das Wahnsinnsfenster. Hier hinten sind solche Elemente dran, wo das Fenster festgehalten wird. Ich weiß nicht, ob man das im Moment abschrauben muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie auch wegdrehen kann. Ja, könnte man, muss man aber nicht. Muss man wahrscheinlich einmal mit einem Schraubendreher ran, kann dann diese drei Schrauben lösen. Und wenn ich die drei Schrauben gelöst habe, dann kann ich diesen Hintergrund einmal umdrehen. Hier haben wir einen Hintergrund, der nur mit einem Sternenhimmel versehen ist. Und ich habe hier einen Hintergrund, der dann auch mit so ein paar Sternzerstörern und so ein paar Schiffen von der Rebellion versehen sind. Und hier soll die Kampfszene dargestellt werden, als es denn ums Eingemachte beim Todesstern geht. Ich lasse es erstmal so. Tja, man ahnt es nicht. Kleine Füße hatte hier unten auch noch. Das Fenster steht. Gut, damit ich den hier einmal von seinem Sicherheitsgurt lösen kann, muss ich mir einmal einen Cutter besorgen. Das werde ich gleich einmal tun. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann gibt es auch die ersten Detailaufnahmen von dem Imperator und von dem ganzen Set. So, der Imperator ist abgeschnallt. Ich bringe ihn mal ganz kurz noch in die aufrecht stehende Position. Bitte warten Sie mit dem Abschnallen, bis die Anschnallzeichen ausgegangen sind. So, so schaut der Imperator aus. Und
bleibst du stehen? Nee, kein Bock zu. Naja, gut, ihm fehlt ja auch noch der Stock. Dann wollen wir mal den Thron befreien. Was steckt da noch bei, was da nicht hätte drin sein sollen? Ist da noch irgendwas, was ich übersehen habe? An sich doch nicht, ne? So, zack, und draußen ist er. So, haben wir wieder ein bisschen Plastik für die Sammlung. Kommt's mal hier hin. Und, hup, fällt schon ab. Offensichtlich besteht der Thron aus zwei Teilen. Haben wir hier mal den Thron und da haben wir den Imperator. Ja, grundsätzlich ist es so, dass, so bleib mal stehen, lehne ich mal ran. Das ist es jetzt eigentlich. Mal abgesehen von der Verpackung ist es das, was wir bekommen. Das wandert nachher auch wieder zurück in die Verpackung. Ich überlege mir noch, ob ich jetzt die Hände mit dem Blitzen nehme. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Oder ob ich das so stehen lasse. Ich weiß ja, dass die Frage kommt. Von daher stellen wir das mal kurz beiseite. Und nehmen das ganze Set. Ihr seht, das ist genauso breit wie mein Tisch. Messen wir mal kurz. Also, wir haben hier ganze 68,5 cm. In der Höhe kommst du wieder her. Haben wir 26,5 und in der Breite oder besser gesagt in der Tiefe, können wir so besser messen, haben wir 11,5. Das sind die Maße, die ihr in eurer Vitrine braucht, um das ganze Set darzustellen. Und jetzt soll es letztendlich so sein, das Fenster soll hier an Stelle des Pappfensters wieder rein. Kommt der Thron davor. Und dann müssen wir noch mal gucken, ob wir den Imperator, so jetzt gucken wir den Imperator mal unter die Robe. Kriegst du das Bein auch gerade oder müssen wir erst zum Arzt mit? Weiß ich noch nicht ganz genau. Können wir da irgendwas drehen? Können Sie da was dran drehen? Kann ich das auch in Schwarz haben? So, jetzt haben wir Kniegelenk-Operation ausgeführt. So, machen wir dich mal wieder schick. So, schauen wir mal, ob der jetzt einfach nur so hier auf seiner Pappe stehen kann. Kann er noch nicht. Ja, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich den hingestellt bekomme. Nee. Komm, beug dich mal nach vorne. Ah, ne? Kaum geht er gebeugt, schon bleibt er stehen. Gut, das wäre das Set. Ich gucke noch mal hier rein. Das Ganze ist hier mit einem Aufkleber gesichert. Den Aufkleber können wir jetzt auch einmal hier runterpulen. Oh, das ist nicht ganz so schön wie eben gerade. Der Aufkleber hat leider die Eigenschaft, so in Teilen herunterzukommen. Das ist natürlich, ja, so war das nicht geplant. Gut, kommt der Aufkleber eben ganz runter. Und man sieht auch nur in Fitzeln.
Es ist geschafft, der Aufkleber ist runter. Haben wir hier noch was drunter? Ja, den Beipackzettel, was man damit zu machen hat und was man damit nicht zu machen hat. Okay, dann können wir jetzt einfach mal schauen, bekomme ich denn die Dinge einfach hier angeschlossen. Gucken wir mal nach, die Hände sollen sich ja dann ablösen lassen. Ja, ablösen ja, abreißen nein. So, muss man mal mit einer Blitzhand hier auskommen. Sollte ja auch reichen. Und mit der anderen Blitzhand. Nee, gar nicht wahr, das ist ja gar keine Blitzhand. So, war das die Hand für den Stock? Nein, das sieht nicht danach aus. Das könnte jetzt die Hand für den Stock sein. Komm, nimm den Stock. Na komm, nimmst den Stock. Na gut, Entschuldigung, das muss man noch mal besser austarieren, glaube ich. Na komm, geh gebückt. Hast doch eben gerade hinbekommen. Warum jetzt nicht mehr? Alter schwach, wa? Na, da gibt gleich noch mal eine Runde Doppelherz für den Imperator. Nö, auch mit Doppelherz will er nicht. Ach so, kann man eigentlich seine... Ah, das kann man abnehmen. Okay. Zumindest ist das die Idee, dass man das abnehmen kann. Ja, das ist also so eine kleine Haube, die wir hier haben. Das zeige ich auch gleich nochmal im Detail. Und dann haben wir den Imperator auch mal unvermummt. Gut, ja, soweit erstmal von diesem Set. Ich werde gleich mit der Kamera mal näher ranrücken, damit ihr auch einen Gesamteindruck von diesem ganzen Set habt. Beim Hinstellen des Imperators fiel leider auf, dass er ein bisschen popolastig ist. Das heißt, er versucht immer nach hinten wegzukippen. Es ist mir in 20 Minuten nicht gelungen, den irgendwie zum sich hinstellen zu bewegen. Die beiden Kammern, die hier entstehen, da sollen angeblich denn auch noch weitere Figuren Platz haben, dass der Imperator nicht ganz so alleine in seinem Thronsaal ist. Naja, kann man machen. Ob die da an diesen schrägen Kammern wirklich stehen bleiben, bleibt mal dahingestellt. Wie man hier sieht, das Gesicht des Imperators. Wie schon gesagt, der soll auch nochmal auf der TVC-Karte 200 rauskommen. Und da hat er ein grinsendes Gesicht. Wie das aussieht, werde ich mir spätestens dann einmal angucken, wenn die Figur dann rausgekommen ist. Obwohl es auf den sozialen Medien auch schon einige Fotos davon gibt. Aber wie er letztendlich aussehen wird, das sehen wir erst dann, wenn wir die auch in den Händen halten. Aber wie man hier sieht, sehr schön ausgeformter Kopf. Das war einer mit der Hauptgründe, warum ich diese Figur überhaupt haben wollte. Die Robe, die der Imperator anhat,
Ja, die ist ein bisschen eigenwillig. Ja, die muss man in Kleinarbeitern irgendwann auch mal zurechtlegen. Tja, das war's also. Der Imperator Tromruhm, der eigentlich gar nicht als Playset wirkt oder fungieren kann, sondern mehr ein Ausstellungsstück ist. Die Pro und Kontras, die ich an dem Set habe, habe ich ja schon genannt. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Also erstmal die Box, die gefällt mir aufgrund des schlecht photoshoppten Designs eigentlich nicht. Da wäre weniger sicherlich mehr gewesen. Die Box als solches, okay, kann man eigentlich für 32,99 Dollar nicht sagen, aber für 65 Dollar war das einfach zu viel. Gut, die Imperator-Figur, die ist relativ schön designt worden, das ist gar keine Frage, nur leider bleibt er nicht wirklich richtig gut stehen. Das heißt also, da muss man sehr viel Zeit investieren, bevor der Imperator sich wirklich einmal hinstellen kann. Er ist wahrscheinlich auch mehr dazu designt, um wirklich in seinem Thron einmal Platz zu nehmen. Das klappt in der Tat auch sehr gut. Die Befürchtungen, die vorher da waren, dass der Kopf oben an dem Thron anstößt, die kann ich nicht bestätigen. Der Imperator passt sehr gut in seinen Thron herein. Okay, und damit würde ich sagen, erst einmal mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und bis zum nächsten Mal.